ich bin Jenny von Artist TV. Wir sind heute im Parkcafé in Hamburg. Hier findet heute das Event Bossa Nova Experience statt und hier treten ganz, ganz tolle Künstler auf und ich werde euch heute mal den Abend durch begleiten und wir werden die Künstler interviewen und natürlich werde ich auch mit den Gästen ein wenig sprechen, wie sie das hier alles empfinden und ihr begleitet mich einfach und kommt mit und werdet dieses wunderschöne Event auch genießen dürfen. She knows when I'm wrong, she knows when I'm sad. Still in love with her. I just wanna hold her, tell her how I feel today. So many things around my head and I don't know. Can you tell? Du bist Gast hier bei dem Event. Erzähl mal, wie findest du's? Ja, also mir gefällt es persönlich ganz gut. Leckere Cocktails, schöne Musik, ganz nette Menschen. Also bist du denn öfter schon hier gewesen oder ist jetzt das erste Mal? Nee, ich war schon ab und an mal hier. Also, ja, ist also, schön im Grünen hier. Warst du denn schon öfters hier? Weil ich meine, das findet ja jeden Dienstag statt. Also warst du schon öfters hier? Zum ersten Mal. Ich bin zum ersten Mal hier. Richtig schön. Ja. Ja. Urlaubsfeeling pur. So, du hast Bossa Nova Experience ins Leben gerufen, erzähl mal. Wow, oh ja, jetzt bin ich aber überrascht von der Frage. Ja, nee, ich habe einfach irgendwann mal gedacht, so Mensch, in Hamburg, wir sind in einer Millionenstadt, hier kannst du nirgends hingehen und geil chillen und mir hat so ein Ort gefehlt. Bin ich einfach irgendwo hingegangen und habe gesagt, hey, weißt du, was ist dein schlechtester Tag in der Woche? Nee, so Dienstag. Ich sag, weißt du was? Ab heute hast du jeden Dienstag Live-Musik. Bossa Nova. Und er so, Bossa Nova? Gut, Bossa Nova. Naja, und so hat es alles angefangen. Und mittlerweile siehst du ja, machen wir hier Kaffee, schöne Aussichten, Rammel voll, haben super viele Fans und hammergeil. Ja, es war eine super schöne Veranstaltung. Und du selber, was machst du? Wie sind deine Pläne fürs Jahr? Erzähl mal. Meine Pläne fürs Jahr? Genauso weitermachen. Ich bin genau mit dem, was ich mache, super glücklich. Jetzt hier neben mir steht Sina, der Initiator von Artist TV. Und erzähl doch mal, was ist Artist TV eigentlich? Also Artist TV war eine Initiative vor vielen, vielen Jahren. Da ging es darum, Künstler zu fördern und zu porträtieren. Und zwar vor allen Dingen Künstler, die sich in den kommerziellen Formaten der öffentlich-rechtlichen Sender und der privaten Sender nicht mehr wohlfühlen, weil sie einfach nicht die Kriterien erfüllen eines Casting-Künstlers, sondern weil sie einfach ihre eigene Identität behalten wollen und ihre Musik präsentieren wollen. Aber des Weiteren geht Artist TV auch darum, dass wir nicht nur Künstler porträtieren wollen, tolle Künstler, die in der zweiten Reihe im Moment noch sind, die vielleicht die Talente von morgen sind, sondern dass wir auch Menschen präsentieren, die Lebenskunst präsentieren, uns bereichern mit ihren tollen Ideen, ihren tollen Projekten. Und das kann auch ein toller Koch sein, das kann ein toller Maler sein, das kann jede Art von Kunst sein, hauptsächlich kreativ und für uns Menschen einfach bereichert. Alles klar, super, dankeschön. Okay. Hi. Hallo. Wer bist du? Stell dich mal kurz vor. Ich bin Maike Mühlbach. Mein Künstlername ist auch M. Punks. Ich bin hier Sänger und Mitveranstalter. Sehr schön. Also, du hast deinen Auftritt noch vor dir jetzt gleich. Genau. Was singst du denn? Ja, wahrscheinlich was von Michael Jackson. Musikalischen Pläne so fürs nächste Jahr oder so? Hast du da irgendwas schon? Ja, ich habe 1000 Pläne. Also dadurch, dass wir auch das hier machen, tut sich da immer viel, immer mehr jedes Mal, weil hier auch ganz viele Musiker herkommen und Produzenten und so weiter. Und ja, jetzt in nächster Zukunft habe ich hier eine Sache, da werde ich was mit jemandem machen. Da werden wir ein Duett singen. Wir werden wahrscheinlich auch was aufnehmen und produzieren, selbst schreiben auch. Ich bin ja selber auch Selbstschreiber, also ich werde eines Tages auch mit meinen eigenen Songs hier noch auftreten. Sehr gut. Ja, und alles so im Soul, Jazz-Bereich und Beat and Bass. Und
Hurensohn!